ist das mystisch hier. Das ist eine alte Flugzeugfabrik aus dem Dritten Reich. Unterirdisch, mitten im Berg. Sächsische Schweiz ist ja für Sagen und Mythen bekannt, ne? Und Mythen, das ist heute unser Thema. Los geht's wie immer nach Intro. Also die Fackel habe ich erstmal ausgemacht, das Ding rußt hier drin ohne Ende und das ist natürlich in so einem Stollensystem nicht ideal. Das hier, das waren ja alles hochgeheime Objekte, also das durfte draußen niemand sehen und wissen. Ja, da sind wir schon beim ersten Thema, Schwarzarbeit. Das habt ihr ja alle sicher schon mal gehört, also wenn jemand erzählt, hoch, ich habe heute meiner Freundin die Nägel gemacht, die hat mir 5 Euro dafür gegeben, dann kommen so für die Stimmen, ach, da musst du dringend ein Gewerbe angemelden, auf alle Fälle. Tja, ist das denn richtig so? Fragen wir mal andersrum, darf ich denn da ein Gewerbe überhaupt anmelden? Wenn ich ein Gewerbe anmelde, dann muss ich 3 Bedingungen erfüllen. Als erstes brauche ich eine gewerbsmäßige Tätigkeit. Nageldesign wäre eine, also der erste Punkt wäre erfüllt. Der zweite Punkt ist eine Gewinnabsicht. Also das bedeutet, dass ich über kurz oder lang mehr Einnahmen habe als Ausgaben. Und wenn ich dann so mal mir die meisten Hobby-Nageldesignerinnen anschaue, die haben einen riesen Fundus. Also die machen die Schublade auf Unmengen an Geld, was da drin steckt, an Ausgaben. Und wenn ich dann, also wenn sie dann mal so Mutti die Nägel gemacht haben und einer Freundin und dann bekommen sie mal 7,50 Euro dafür, dann heißt, sie sollen Gewerbe anmelden. Eigentlich wollen sie das gar nicht, weil sie ja eigentlich arbeiten gehen, sie verdienen ihr eigenes Geld, machen das nur zum Hobby, haben Spaß an der ganzen Sache, wollen aber niemals davon leben, sondern einfach nur Spaß haben. Und nun heißt Gewerbe anmelden. Also machen sie das. Beim Gewerbe muss man ja dann, also wenn ich das Gewerbe anmelde, dann kommt natürlich auch die Steuerabrechnung dazu. Und wenn ich über lange Zeit hohe Ausgaben habe, weil als Hobby-Designerin kauft man ja das und das, und ich habe aber nur wenig Einnahmen, weil mal die Mutti mir 5 Euro gibt und eine Tante 3 Euro, dann kann es passieren, dass dort das Finanzamt kommt und fragt, hallo, was ist denn hier los? Das ist doch eigentlich kein Gewerbe, was Sie betreiben, sondern das ist Liebhaberei. Denn die Einnahmen sind viel kleiner als die Ausgaben. Also hier ist keine Gewinnabsicht zu erkennen. Wenn man ganz viel Pech hat, dann heißt es, man macht Steuerbetrug, weil man ja diese Gewinnabsicht haben muss. Und wenn man die nicht hat, sondern immer nur die Ausgaben gegenrechnet, dann kann das als Steuerbetrug gewertet werden. Und dann ist man genau an dem Punkt, an den man eigentlich nicht wollte und weshalb man eben das Gewerbe angemeldet hat. Dann sitzt man in der Bredouille. Dann kommt noch ein dritter Punkt dazu, den man betrachten muss, und zwar eine Regelmäßigkeit. Also die Ausübung der Tätigkeit muss regelmäßig sein. Also wenn ich jetzt die Mutti mal alle ein Vierteljahr oder immer mal zwischendurch habe und da meine Freundin und da meine Freundin, dann hat das ja noch nie viel mit Regelmäßigkeit zu tun. Aber wenn die Mutti regelmäßig kommt, die Freundin kommt in bestimmten Abständen und dann kommt noch eine Freundin und von der Freundin noch eine Freundin,
dann wird es zur Regelmäßigkeit und dann muss man natürlich das Gewerbe anmelden. Also da sind die Grenzen auch fließend. Da kann man jetzt nie irgendeine Zahl nennen oder was, sondern da muss man selber drauf achten, wenn es dann wirklich regelmäßige Einnahmen gibt und die immer mehr steigen, dann sollte man natürlich auf alle Fälle das Gewerbe anmelden. Also mal ganz ehrlich, ein bisschen gruselig ist das hier schon, oder? Da ist man echt froh, wenn man ein kleines Fläschchen mit hat, dass man sich ein bisschen Mut antrinken kann. Nee, keine Angst, also die trinke ich jetzt nicht hier, die braucht man dann gleich für was. Damit kommen wir nämlich zum zweiten Mythos. Im Internet lese ich sehr, sehr oft eigentlich die Frage, hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem richtig gut deckenden Milky White, was könnt ihr mir da empfehlen? Und dann prasseln die Angebote auf den Fragen ein und dann bin ich ein bisschen verwirrt und irritiert zugleich. Gucken wir uns doch einfach mal an, wie Milky White entsteht. Dafür braucht man nämlich diese Flasche. Ich habe hier zwei Gläser und hier fülle ich mein Usu ein. Ich habe jetzt in beiden Gläsern eine klare Flüssigkeit. Ja, dass wir das richtig sehen. Und jetzt fülle ich einfach mal, also man sieht, hier sind beide klar. Und ich fülle hier einfach mal die eine in den Usu rein. Jetzt ist er milchig. Was ist denn hier passiert? Usu ist ein Gemisch aus Alkohol, Wasser und ätherischem Öl. Alkohol und Wasser lösen sich miteinander und ätherisches Öl und Alkohol auch. Aber ätherisches Öl und Wasser nicht. Da der Alkoholgehalt so hoch ist, ist es auch hier möglich, dass sich die ätherischen Öle mit dem Wasser verbinden. Wenn ich aber Wasser in den Usu wieder reinschütte, dann zerstöre ich das chemische Gleichgewicht, was hier hergestellt ist. Und es ist ganz einfach, die ätherischen Öle bilden kleine Tröpfchen. Und diese Tröpfchen reflektieren das Licht, wenn es angestrahlt wird. Und dadurch sieht der Usu weiß aus. Also milchig weiß. Und genauso funktioniert das auch beim Gel. Also eigentlich ist ja das Gel klar und wenn ich da ein paar weiße Pigmente reinmache, dann können die Lichtstrahlen noch in das Gel eindringen bis zu den Pigmenten und werden dort wieder reflektiert. Je mehr Pigmente ich im Gel habe, desto hochdeckender wird das Gel, desto weniger können die Lichtstrahlen ins Gel dringen, sondern werden gleich an der Oberfläche reflektiert. Also ein milchiges Gel kann demzufolge nicht deckend sein. Es gibt viele, viele deckende, hochdeckende Gele, die in Naturfarben sind, also das Aranweiß, Naturweiß, Naturalweiß, Ecruweiß, gibt es Unmengen davon, die sind alle hochdeckend, aber die sind niemals in milchiges Weiß, weil milchig lebt davon, dass noch Licht ins Gel eindringen kann und reflektiert werden kann. Und das kann bei einem hochdeckenden Weiß nicht passieren, egal ob das jetzt ein Reinweiß ist oder ein Naturweiß. Also wenn ich immer hier so unter der Erde unterwegs bin, da habe ich immer ganz schön Bammel, dass mal irgendwann meine Taschenlampen versagen. Und ohne Licht ist es hier unten ganz schön duster.
Ja, damit sind wir eigentlich schon bei unserem dritten Mythos angelangt. Das Thema Licht. Oftmals, wer ein neues Lichtgerät braucht, der weiß das. Der fragt einfach mal so rum, was muss man denn beachten? Und da kommt meistens der Hinweis, du musst unbedingt eins mit 48 Watt nehmen, sonst haben deine Gele nie aus. Was sagt uns denn eigentlich die Wattangabe? Die Wattangabe sagt uns ja eigentlich nur den Stromverbrauch des Geräts. Also Stromverbrauch des Geräts ist ganz klar. Also wer schon mal Stromausfall hatte, während er Nägel gemacht hat, der weiß, dann funktioniert es nicht mehr. Wenn es eine hohe Wattangabe ist, dann können wir zumindest davon ausgehen, dass viele Verbraucher, also viele LED-Lämpchen drin verbaut sind. Und das ist ja schon mal, naja, gar nicht so schlecht. Aber es gibt ja eigentlich Dinge, die viel, viel wichtiger sind bei einem Lichtgerät, worauf man da achten muss. Zum Beispiel als erstes, welche LEDs wurden verbaut? Also es gibt ja die LEDs im 365-Nanometer-Bereich und die im 405-Nanometer-Bereich. Jetzt ist die Frage, wie viele sind aus welchem Bereich verbaut? Also wenn ich ganz viele aus dem 405-Nanometer-Bereich habe, dann ist das Lichtgerät richtig schön hell, aber es härtet eben trotzdem nicht richtig, weil der 405-Nanometer ja nur relativ wenig an Aushärtung bringt. Also ist es besser, wir haben viele LEDs mit 365 Nanometer drin. Des Weiteren ist die Frage des Abstands der LEDs, also wie sind sie im Gerät untereinander verteilt, sind sie schön gleichmäßig im Gerät verteilt, haben wir eventuell irgendwo Hotspots, wo ganz viel Lichtstrahlen auftreten und dann dafür wieder tote Winkel, also wo gar nichts ist. Das ist also wichtig, das zu beachten, wie sind sie im Gerät angeordnet. Des Weiteren der Abstand von der LED zum Nagel. Wie ist der geregelt? Also habe ich einen schönen gleichmäßigen Abstand oder gibt es da auch wieder Unterschiede? Außerdem wichtig, die Verspiegelung. Ist das Gerät innen verspiegelt? Ist der Boden verspiegelt? Also gerade bei den Daumen macht sich das dann immer mal bemerkbar. Wenn einfach das Gel nie aushärtet, dann kann es halt sein, dass eben doch nicht genügend Licht in die letzten Winkel kommt. Und durch eine Verspiegelung ist das dann wieder etwas besser geregelt. Außerdem, wie liegt die Hand im Lichtgerät? Also wenn ich die Hand jetzt durchschieben kann, ist das natürlich oftmals ein Problem, dass es die Kunden nie einschätzen können. Also ist es wichtig, liegt die Hand sicher im Lichtgerät oder ist es eher, naja, eine Frage, je nachdem, welche Position ich eben gerade erwische, dass es passt oder nicht. Das sind eigentlich die wichtigen Faktoren, die bei der Auswahl eines Lichtgeräts eine Rolle spielen. Darauf sollte man achten. Und wie gesagt, die Wattzahl ist am Ende erstmal nur ein kleiner Hinweis, aber die genauen Details sind da viel, viel wichtiger. Nach dem Krieg, da war das hier dann ein Treibstofflager für Flugzeugbenzin von den Sowjetmächten, also Kerosin wurde hier gelagert. Ja, und damit sind wir bei unserem vierten Mythos angekommen, der sich um die Schwitzschicht oder Inhibitionsschicht oder den Dispersionsfilm, wie man es auch nennen will, rankt. Die allgemeine Lehrmeinung besagt ja, dass es eigentlich dass die Verbindung von zwei Gelschichten am besten ist, wenn man die neue Gelschicht direkt in die Schwitzschicht der alten Gelschicht arbeitet. Der Ansicht war ich früher auch. Aber denken wir einfach mal gemeinsam drüber nach, ob das wirklich so ist. Wenn ich also ein Gel aushärte, dann haben wir eine Polymerisation, die Kettenbildung findet statt, also die Moleküle verbinden sich, sie vernetzen sich und am Ende, da, wo das Gel zu Ende ist, ist ja Sauerstoff und da lagert sich dann ein Sauerstoffmolekül an, das dann die Reaktion unterbricht.
Deshalb ist das auch der Sauerstoff in dem Fall ein Inhibitor und man nennt diese ganze Schicht Inhibitionsschicht. Wenn ich auf diese Schicht jetzt eine neue Gelschicht auftrage, dann sind ja diese angebundenen Moleküle, Sauerstoffmoleküle, die sich da mit diesen Ketten vernetzt haben, die sind ja noch da, die sind ja nie weg. Die sind im Grunde genommen wie Störstellen jetzt im neuen Material, da wo sich das Material nicht optimal verbinden kann. Also, wenn wir es mal chemisch betrachten, müssten wir eigentlich die Inhibitionsschicht abnehmen, damit wir eine saubere, freie Anbindung an die untere Gelschicht haben. Da diese Störstellen aber so klein und gering sind, macht es gar keinen Unterschied, wenn ich jetzt einfach in die Inhibitionsschicht arbeite. Der Träger des Gels, dem würde das nicht auffallen, ob ich in diese Inhibitionsschicht gearbeitet habe oder nicht. Und deshalb lassen wir eigentlich auch diese Inhibitionsschicht auf dem Nagel und arbeiten da rein, einfach um Zeit zu sparen, um Material zu sparen. Also für uns im Studio macht es eigentlich gar keinen Unterschied, ob ich jetzt die Inhibitionsschicht abnehme oder nicht. Aber chemisch gesehen, für eine saubere Anbindung müsste man es eigentlich abnehmen. Das war's dann schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat meine kleine Führung durch die Mythenwelt gefallen. Wenn ja, lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Vielleicht habt ihr meinen Kanal noch nicht abonniert, dann solltet ihr das jetzt tun. Und wenn ihr denkt, das Video sollen andere sehen, dann teilt es einfach, würde mich riesig freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich wie immer, tschüssi.